Unwissen und Gesetzesirrtümer. Richter Holt räumt damit auf. Das geht ja gut los. 3 Stunden Flugverspätung und der Shuttlebus zum Hotel natürlich gerade vor der Nase weg. Oh Schreck, es wird immer später und bis die beiden endlich per Taxi im Hotel eintreffen, ist die Rezeption schon längst nicht mehr besetzt. Geschlossen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist nicht dein Ernst, oder? Hey, wir haben eine feste Buchung, die müssen auf uns warten. Mal selbst, weil wir uns verspäten. Oder? Ja, ich wollte ja nachts dann irgendwie in ein Hotel rein, ne? Ich kann hier draußen vor der Tür schlafen, oder? Wäre schon besser, ne? Das ist ja eher die Schuld vom Fluganbieter als vom Hotel. Die muss aufgelassen werden. Normal, ja. Sonst weiß man ja nicht, wie man sein Zimmer betreten kann, ne? Das ist ja wohl klar. Muss das Hotel im Fall einer Flugverspätung die Rezeption offen halten? Man muss unterscheiden. Bei einer Pauschalreise, wenn Sie also Flug und Hotel zusammen gebucht haben, ist der Reiseveranstalter dafür verantwortlich, dass Sie Ihr Hotelzimmer auch nach einer verspäteten Landung problemlos beziehen können. Egal, ob um 23 Uhr oder morgens um 4. Ob dazu die Rezeption besetzt sein muss oder ob es reicht, wenn dort die Zimmerschlüssel bereit liegen, das ist Geschmackssache. Hauptsache, der Reiseveranstalter sorgt dafür, dass Sie nicht in der Lobby schlafen müssen. Haben Sie dagegen das Hotel getrennt vom Flug reserviert, dann muss sich das Hotel nicht nach Ihrem Flug richten. Oft steht schon in der Reservierungsbestätigung, dass das Zimmer storniert wird, wenn man es nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit bezieht. Dann heißt es unbedingt rechtzeitig mit dem Hotel Kontakt aufnehmen, wenn Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen wollen. Die beiden mögen es individuell. Schnell einen Mietwagen gebucht und schon kann es losgehen. Endlich den Urlaub genießen. Schatz, das war eine super Idee mit der Fahrt zum einsamen Strand. Ja, ich weiß. Und mit dem Navi finden wir auch direkt gleich dorthin. Ja, ich meine, da lohnt sich die Zusatzkosten, oder? Dann sind wir die Ersten mit dem Handtuch dort. So, auf geht's. Aber wo führt das Navi die beiden denn hin? Nach Romantikstrand sieht das ganz und gar nicht aus. Weit und breit kein Meer in Sicht. Dieses Navi hat sie in die Pampa geschickt. Hey, Playa Romantica ist das hier nicht. Wir sind hier völlig falsch. Ich meine, die Karte im Navi ist total veraltet. Das kann ja wohl nicht wahr sein, echt. Da kriegen wir ja wohl unser Geld zurück. Oder? Das Navigationsgerät nicht tut. Ich muss dafür bezahlen. Ich glaube ja. Kommt ja drauf an, wie veraltet es ist, wenn es trotzdem noch hilfreich ist, dann denke ich schon, dass man es noch zahlen muss. Ich denke mal, wenn ich ein Navigationsgerät dazu buche, dann kann ich schon verlangen, dass das dann auch funktioniert. Muss ich ein Navigationsgerät mit veralteter Karte bezahlen? Navigationsgeräte sind für manche Autovermieter ein schönes Zusatzgeschäft. Und wie bei jedem Geschäft gilt, das, was sie bezahlen, das muss auch einwandfrei funktionieren. Nun ist nicht alles, was nicht auf dem neuesten Stand ist, gleich mangelhaft. Aber ein Navi schon. Denn nur wenn das neueste Kartenupdate geladen ist, können Sie sich auch darauf verlassen. Wenn nicht, dann können Sie die Navi-Miete um 20-50% mindern. Je nachdem, wie alt das Kartenmaterial ist. Ist es älter als 3 Jahre alt, dann brauchen Sie gar nichts mehr zu bezahlen. Trotz einiger Startschwierigkeiten war der Urlaub dann doch noch schön. Ein Grund zum Feiern. Dabei aber an die pünktliche Abreise am nächsten Morgen denken. Auf unseren Urlaub. Ja. Ach, bevor ich es vergesse, lass uns doch einen Weckruf bei der Rezeption bestellen. Dass wir nicht verschlafen morgen. Ja, das wäre gut, stimmt. Ja, guten Abend, hier Zimmer 803. Wir hätten gern für morgen früh einen Weckruf um 6 Uhr. Und um 6.15 Uhr bitte, zur Sicherheit. Vielen Dank. Es ist 8 Uhr, wir haben verschlafen. Der Shuttle zum Flieger ist weg. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch extra 2 Weckrufe bestellt. So ein Mist, so passen wir unseren Flieger. Ja, dafür haften die hier ja wohl. Oder? Also ich würde das Hotel schon dafür verantwortlich machen, wenn man das schon bestellt, dann ja. Wenn sie zu erkennen gegeben haben, dass sie sich verpflichten, dann haften die schon. Da es eine Dienstleistung von ihnen ist, die wahrscheinlich angeboten wird, denke ich schon, ja. Haftet das Hotel bei einem unterlassenen Weckruf? In einer billigen Absteige können Sie sich nicht unbedingt darauf verlassen, dass der Nachtwächter Ihren Weckruf nicht verpennt und Sie damit Ihren Rückflug. Das Amtsgericht Duisburg hat mal in einem Fall entschieden, dass ein Weckservice bei Hotels gehobener Kategorie zum geschuldeten Standard gehört, auch wenn das nicht ausdrücklich im Katalog erwähnt ist. Werden Sie als Pauschalurlauber dann nicht rechtzeitig geweckt, dann ist das ein Reisemangel. Das heißt, nicht das Hotel, sondern der Reiseveranstalter haftet dafür und muss den späteren Heimflug bezahlen. Allerdings hat das Gericht den Urlaubern nur die Hälfte der Kostenersatztickets zugesprochen, und zwar mit folgender Begründung. Ganz darf man sich auf den Hotelweckruf nicht verlassen.
Auch im Urlaub heißt es, Holz hat recht. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.